Ja, herzlich willkommen. Ja, kleine Erinnerung oder eben für Neulinge, die noch keine anderen Videos von mir gesehen haben. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass wir liebevoll lachen, dass wir eben ja nicht einfach nur lachen, was dann eben auch sehr häufig daran erinnert, dass man über andere zum Beispiel gelacht hat, über ja, die Situationen, die du vielleicht selber erlebt hast, dass man über dich gelacht hat. Klar, es ist einfach mal über ein Missgeschick eines anderen zu lachen. Und ja, auch im Lachyoga gibt es ja diese Übung, über mich selber lachen. Aber dafür muss ich das wirklich aus dem Herzen heraus machen. Nicht einfach nur, ach, guck mal, ich hier. Das ist aus meiner Sicht eine falsche Herangehensweise. Ich möchte, dass du wirklich aus dem Herzen diese Freude machst. Mit Liebe lachen. Liebevoll selber auch zu dir selber lachen. Und wenn ich ja das Lach-Yoga quasi anwende, nämlich ein Lächeln zu einem anderen schicke, dann kommt das von innen heraus. Ich mache nicht einfach nur, sondern ah, schön. Ich freue mich, dich zu sehen. Und dafür muss ich den anderen gar nicht kennen. Es ist einfach nur, dass ich jemanden sehe, der quasi jetzt im gleichen Programm, in der gleichen Schulklasse ist des Lebens, nämlich des Menschseins. Da ist ein anderer Mensch, der auch jetzt damit kämpft, mit den ganzen Dingen, die das Leben einem so bereitet. Und dann ist es doch schön, wenn man nicht noch zusätzlich irgendwelche Dinge darauf häuft, wie über jemanden zu lachen, nur weil demjenigen vielleicht ein Missgeschick passiert ist oder weil andere da den Lachen. Nein, wir haben meist alle so etwas erlebt und das sind Dinge, die tief in uns sitzen und das wollen wir im Lach-Yoga heilen. Ja, Lach-Yoga kann Dinge heilen, alte Wunden aus der Vergangenheit. Allerdings, wenn es eben mit der inneren Liebe heraus passiert. Ich, ja, möchte jemandem anderen helfen. Dann kommt diese Freude, dieses Lachen, dieses Lächeln von innen heraus und ist automatisch mit Liebe gefüllt. Das ist mein Hinweis heute nochmal für dich, dass du, wenn du dich vielleicht auch irgendwo im Spiegel siehst, liebevoll anlächelst. Einfach so, einfach weil du existierst. Auch wenn du vielleicht mit einigen Dingen mit dir nicht so zufrieden bist, ja, die Freude, dass du lebst. Ah, ich lebe, danke. Ist also auch noch Dankbarkeit mit drin. Da sind viele Dinge verwoben und daran erkennen wir, dass ja, alles irgendwo irgendwie miteinander zusammenhängt. Und dass je nachdem, was wir da hineingeben als Impuls, wir entsprechende Dinge zurückbekommen. Und wenn wir Liebe hineingeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, Liebe zu erhalten, als wenn wir Unmut, Ärger, Hass hineingeben. Wie viel Möglichkeit ist da,
dass dann Liebe zurückkommt. In dem Sinne, ja, ein Lächeln aus dem Herzen heraus, ein Lächeln mit Liebe und alle Lach-Yoga-Übungen, ja, sage ich immer, dürfen mit einem liebevollen Lächeln ausgeführt werden. Und dann ist das aus meiner Sicht viel, viel effektiver, als wenn ich lauthals einfach nur lache und dann hoffe, dass es irgendwann sich dann auch mit dem natürlichen Lachen verbindet. Insofern, ja, mein Angebot, wenn du da Unterstützung brauchst, komm gern auf mich zu, dann arbeiten wir gemeinsam. Kostenlos biete ich das an, bis zu 15 Minuten und da können wir eine Menge machen. Und danach hören wir auf, weil ich möchte da gar nicht irgendwie jetzt dich in Kosten reinbringen. Wenn du sagst, ja, ich würde doch gern mehr machen, gut, dann können wir eine extra Stunde vereinbaren. Ich freue mich jedenfalls über viele, viele Menschen, die die Liebe mit ins Lach-Yoga gebracht haben und weiterhin bringen. Denn das ist aus meiner Sicht der Kern, worum es geht, dass wir Freude im Herzen wieder empfinden. Alles, alles Gute für dich und ja, freue mich von dir zu hören.